Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück in der Zombie-Apokalypse. Wir sind zu dritt, wir haben es geschafft. Hier, da, Maultier-Namen, die Killer-Garnele ist dabei. Und die Wassertinte auch am Start. Oh nein. Erstmal weinen. Erstmal weinen. Wisst ihr schon, wo das geht? Nee, ja. Wo geht es? Ihr könnt einfach Steuerkreuz. Steuerkreuz nach links, dann könnt ihr Gefühle machen. Ich hab keine. Ich hab keine Gefühle. Cool. Ja, cool. State of Decay 2 zusammen, finde ich geil. Find mega. Ich richtig geil. Ich habe richtig lange drauf gewartet auf das Game. Ja, Mann, ich habe es mir auch immer wieder angeschaut und bin auch bisher, was ich gesehen habe, überragend begeistert. Wart mal kurz, bevor ihr loslauft. Ja. Krollo, du bist jetzt, wo spielen wir? Wir sind ja jetzt in Simons Welt. Wir sind, also jetzt gerade in meinem Gebiet. Ihr kennt es schon aus den letzten 6 Folgen, ja. Wir sind immer noch da oben. Ich habe jetzt seit letzter Aufnahme nicht mehr gespielt. Ich habe das Gefühl, die Zombies sind wieder mehr geworden. Also die Sachen, die ich befreit hatte, sind wieder rot. Keine Ahnung. Kann es sein, dass du sie wieder eingrenzt, ja? Da ist Kreischer erstmal, den sollten wir ausschalten. Wo denn? 32 Meter. Also Krollo ist ja auf jeden Fall der bunte Abt und Maultierlamm ist Ferb, beziehungsweise Killer-Garnele. Er hat mittlerweile 20 Identitäten angenommen. Und Wassertinte ist natürlich wie immer die Wassertinte. Maultierlamm, also Ferb, wo hast du denn dein Lager aufgeschlagen? Ich habe mein Lager im Tal aufgeschlagen. Man konnte ja am Anfang drei... Oh, super. Man konnte am Anfang drei Gebiete wählen. Genau. Wir haben ja alle unterschiedliche Gebiete genommen. Ich habe das Tal genommen. Genau. Simon hier hat das Vorgebirge und du, Wassertinte. Ich bin auf dem Plateau. Also wir haben das extra so gemacht, wir haben uns da ein bisschen abgesprochen, wir haben vor, wir müssen schauen, wie sich das Spiel entwickelt, aber wir haben vor, wenn es denn sich nicht zu sehr überschneidet, dass man immer das Gleiche machen muss, dass wir immer mal aus einer anderen Sicht spielen, dass ihr auch die verschiedenen Szenarien hier seht. Also ich sehe jetzt hier das Vorgebirge zum ersten Mal, weil wie gesagt, ich bin hier auf dem Plateau und Maultierlamm sieht das auch zum ersten Mal. Und wir hoffen, dass wir euch dadurch einfach das komplette Spiel einfach zeigen können. Jetzt ist unsere Aufgabe gerade, wir sind jetzt sozusagen in Bunter Abts Welt und er hat seine Hauptmission und wir können hier einfach normal looten, ansehen, sammeln, was uns ja auch weiterbringt, privat, also für unsere Basis. Aber hier geht es jetzt prinzipiell darum, ihn zu unterstützen. Ja. Und finde ich eigentlich eine richtig geile Möglichkeit, dass sie das so gemacht haben. Also gefällt mir sehr gut. Bevor wir jetzt mich unterstützen, Pascal meint, der braucht dringend Energie. Genau. Oh, deswegen gehen wir jetzt zum ersten Mal in die Klinik da vorne. Auch noch ganz kurz. Oh! What the fuck? Hast du noch kein Auto oder so? Doch, weißt du nicht, wo es ist? Okay, gut. Musst du auf den Parkplatz stellen, dann geht's nicht mehr. Ja! Oh, ich bin jetzt ganz kurz. Ich bin müde. Zu dem Spiel, ich glaube, Simon hat es auch schon im Let's Play angesagt. Wenn hier drin jemand stirbt, ist er endgültig tot. Ja. Das macht es natürlich unglaublich reizvoll, aber ich kann da direkt dazu sagen, ich weiß es nicht, wir haben ja glaube ich auch alle drei unterschiedliche Startcharaktere genommen, oder? Ich glaube schon, das klingt schon, ja. Bei mir ist es so, mein Main-Charakter, ungelogen, mein Main-Charakter, also mit dem, wo es losgeht, ist mir heute Mittag gestorben. Unglaublich, Da ist das Auto. Hat mich dann erstmal eigentlich richtig genervt und habe ich gedacht, fange ich neu an, aber dann ganz ehrlich... Genau das macht das Spiel einfach aus. Also wenn man sich jetzt das vorstellt, mit dem Mädel, wo ich jetzt hier spiele, das ist jetzt sozusagen die Freundin von dem, wo verstorben ist. Die ist momentan extrem unten. Okay. Also Moral ist gebrochen, sie ist trauernd. Also das hat alles Auswirkungen auf die Leute, die noch im Haus sind. Finde ich extrem geil gemacht. Echt cool. Und wenn man sich jetzt überlegt, sie war die Infizierte bei mir, ich habe sie geheilt, jetzt ist ihr Freund gestorben. Man spielt so wirklich so seine eigene kleine Geschichte. Und das mit dieser Tatsache, dass Menschen einfach endgültig sterben und dann komplett von der Spielwelt verschwunden sind, finde ich wahnsinnig geil. Find ja, ich wahnsinnig geil. Was mir auch passiert ist und was einfach krass war, das war der, den ich bisher alleine gespielt habe. Das heißt, ich hatte den schon gelabelt. Barbie hier drin im Auto. Ah ne, Simon. Ja, ich wechsle gerade noch den Charakter. Meiner war übelst am Ende. Ja, ich muss auch wechseln. Warte mal kurz. Dann wechseln wir gerade. Ja, das hier von mir ist noch die stärkste, alle anderen sind komplett gebrochen durch das, dass der gestorben ist. Oh shit, okay. Also es ist aber echt geil gemacht so und du hast dann so eine Abklingzeit, es geht dann so und so viel Minuten. Du hast schon eine Fernkampfwaffe, ne? Also es sind mehrere Ingame-Tage, aber so und so viele Minuten, ich glaube 60 Minuten sind sie dann trauernd, wo sie einfach deutlich schwächer sind. Mhm. Das ist krass, ne? Das ist schon krass, also... Und was ich auch dazu sagen muss, die Zombies waren bisher für mich nie ein Problem, aber ich habe das erste Mal Menschen gefunden und...
Es erinnert mich wahnsinnig an Walking Dead, ja. Man konnte dann überlegen, die haben uns die Vorräte geklaut und ich war so der Anführer, der jetzt tot ist, und hab gesagt, wir sollten es friedlich klären, ja, habe ich ausgewählt. Ja. Und ja. Dann konnte ich mich beraten mit meinen Leuten, der von der Armee hat gemeint, nee, friedlich ist hier nichts mehr möglich, wir müssen hier sofort sie halt ausschalten. Und ich habe auf die Ärztin gehört, die hat gemeint, reden ist in so einer Welt nie verkehrt und wir müssen Menschlichkeit bewahren, habe ich gemacht. Bin da hingegangen. Ey, ungelogen. Also, du wirst wahrscheinlich eine ähnliche Mission noch spielen, Simon. Es standen plötzlich 6 Leute um mich rum, alle mit einer Knarre. Jetzt spoiler doch nicht alles, Mensch. Das ist ja nicht gespoilert, das war halt bei mir jetzt. Das kommt ja drauf an. Das war mein privater Main-Charakter. Das heißt, ich denke mal, du wirst was anderes haben. Das hat ja auch jede Figur andere Aufgaben. Die Frau hier, wo ich jetzt hab, hat ja die Aufgabe nicht. So, wir fahren mal los zur Klinik. Hab ich markiert? Das ist... Ja, oder? Ich glaube schon, ja, wir haben eine Klinik markiert, ja. Weil der Pascal braucht ja ordentlich Heilung, der Bub. Ja, der ist moralisch, seelisch, physisch komplett gebrochen. Boah, da sind wir schon, stopp! Ach, hier ist es, ja. Ja, wir sind schon da. Okay, ich gehe mal zur Front rein. This place is a waste of time. Okay, hier sind schon... Oh. Ich pass mal gerade draußen. Fuck! Lassen. Weißt du, es ist so bitter, ich habe den anderen schon gelevelt gehabt, ihm Fußfeger beigebracht, so spezielle Technik und dann halt, Ja, das ist bitter, das ist halt. Und dann ist er halt tot. Boah, ich habe eine Machete, die ist richtig geil. Ja, die hatte ich auch. Und es ist halt alles weg, weißt du, ich habe ihm die besten Waffen mitgegeben und alles. Du musst es echt ein bisschen aufteilen, du musst das ganze Zeug aufteilen. Ich kann ja nichts looten, leider. Was ich noch nicht ganz verstanden habe. Oh, das könnte bitter sein. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass es nicht so ist, dass wir in seiner Welt nichts looten können. Aber ich. Das wäre sehr. Ich kann ja auch. Ich war ja schon mal drin. Ich kann ja auch gerade nichts looten. Okay, das wahrscheinlich ist es schon gelootet. Ja, das ist die Klinik, in der ich schon mal war. Da sind aber nur die Zombies. Aber normalerweise zeigt es ja doch auch, hier steht 0 von 3 Container gefischt. Das heißt, hier gibt's Ressourcen. Stimmt, hier gibt's irgendwo. Bei mir steht Ort kann beansprucht werden. Aber ja, dann gucken wir uns halt mal um. Also dann haben Pascal und ich einfach noch nichts gefunden und wir können noch was finden anscheinend. Ja, aber hier drin ist nichts, also ich sehe nichts. That was noisy. Ja, ich sehe leider auch nichts hier drin, vielleicht außerhalb. Außen ist ja noch eine Tür. Okay, dann sind einfach nur die Zombies zurückgekommen. Da haben sie. So, gibt's hier war ich schon am Looten, dann lass uns irgendwo anders hinfahren. Ja, aber bei uns steht ja 0 von 3, das heißt ja... Also wir haben jetzt theoretisch was zum Looten, also es wird uns was angezeigt, aber wir können nichts looten. Das ist natürlich ein Problem. Das ist natürlich, ihr findet es halt einfach nicht. Weiß nicht, also es ist komisch, guck mal, da hast du schon fertig gelootet da vorne? Ja, hier eigentlich habe ich hier alles schon gelootet, beim letzten Mal. Ja, mal hier rein. Jetzt sagt's mir. Hier ja, also, kann ich was öffnen. Aber wäre ja unlogisch, wenn es uns 0 von 3 anzeigt. Das ist echt komisch, ne? Wir können nichts looten. Und wir können nichts looten. Hier, Fabian, bitte gucken. Komm mal. Wer ist gerade bei mir gewesen? Hier. Fabian. Hier könnte ich noch was looten, hier in der Ecke. Aber das hatte ich schon mal gelootet. Also, das habe ich noch nicht mitgenommen. Hier in der Ecke. Ich kann da nichts looten, leider. Okay. Ja, das ist natürlich. Das heißt, wenn man wirklich jetzt Unterstützung da wäre, ist es natürlich echt. Wäre natürlich nicht so cool. Natürlich Panne. Weil dann ist es so, weißt du, dann ist es so, irgendwie wir deuten an, wir können zusammen die Welt durchspielen und dann ist es aber, ja, das ist nicht schön. Nee, das ist ein dicker Minuspunkt. Definitiv. Ein absolut dicker Minuspunkt. Aber dann verstehe ich nicht, warum es uns hier oben angezeigt wird, dass es hier was zu looten gibt. Vielleicht ist es auch nur irgendwie ein Fehler gerade oder die Server sind da irgendwie... Ja, dann lass uns mal irgendwo hinfahren, wo ich auch noch gar nicht war. Ja, schauen wir mal. Können wir einfach mal gucken. Können wir da mal gucken. Weil ich überlege gerade, in irgendeinem Spiel war das schon mal so, wo man eben Multiplayer machen konnte, aber... Ach, nee, das war nicht. Oder war es Dark Souls? Wo man, ja, nur so, Dark Souls. Wo man nur so mit dem anderen dann rumgerannt ist, aber gar nicht so weitergespielt hat, das ist halt dann... Dark Souls war, ja. Dann heißt es hier groß Multiplayer, aber gut, weil Endes... in dem Spiel erwarte ich mir da einfach mehr. Absolut. Warte, da waren wir überall. Da vorne ist Munition, Außenposten, okay. Lass uns mal zum Heustall gehen, da war ich auf keinen Fall. Okay, da fahren wir mal den Weg einfach, zieht ihr gerade los, hoch. Ich meine, natürlich ist es cool, man kann so das Spiel zusammen durchspielen, aber... Ja,
Also ich dachte, man kriegt nicht nur Ansehen, sondern man kriegt auch Loot noch mit, aber ja, sehen wir ja dann. Ah, das ist halt ja, sonst hätte ich ja hier letzten Endes nur Ressourcen verbraucht, weißt du? Ja, eben. Na, dann müssen wir halt auf jeden Fall durchwechseln. Aber ich glaube, du fährst weg. Nee, ich fahre hin. Achso, du nimmst den Weg tatsächlich, den offiziellen. So, wir sind da, aufpassen, hinter uns sind ein paar Zombies, die müssen wir gleich klar aufstellen. Da kommen sie. Oh, nimm mal drauf auf die Höhe. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ja, ich komm. Hast du so viel Munition, dass du es verschießen kannst? Ich hab von der 99 Schuss. Okay. Okay, das schauen wir mal. Geh mal mir mal rein. Ich sehe gerade, ich habe sie gar nicht mitgenommen. Ich habe mit der noch 5 Schuss. Okay. Sehr gut. Hier so, habe ich jetzt. Nimm mal nichts auf, Simon. Ja, das sieht nicht so aus, als könnten wir irgendwas looten. Nein, es sieht absolut leider nicht aus. Oh, doch. Wo? Doch. Wo? Hier kann ich aufmachen. Ja, das ist jetzt klar. Achtung, hier sind noch Gegner. Das Ort ist nicht sicher. Oh, ich kann ja auch looten. Nee, das ist aber gelb. Ich kann nichts machen. Ich sehe es nur. Kann es sein, vielleicht blau? Passt, da konntest du am blauen tatsächlich looten, oder? Ich glaube, am blauen doch, kann ich. Ah, wir haben alle Farben und jeder kann ja, nur eine Farbe. Ja, dann ist es so, da gibt es halt Farben. Da gibt es für jeden. Dass es sich keiner immer was wegnimmt, da gibt es für jeden passend. Okay, also ich sehe hier blau, das kann ich looten. Okay, ich kann so gelbe. Und ich kann rote looten. Ah ja, wunderbar. Dann okay, das ist ja immerhin besser als nichts, ne? Ja. Das ist schon mal besser. Aber war es dann wirklich so, da hatte ich schon alles halt weggelootet. Finde ich dann trotzdem schade, dass... Weil? Letzten Endes geht es ja darum, eine Gemeinschaft zusammen zu bauen, was auch immer, ja? Und so fände ich halt, so könnte man ja, man war jetzt zusammen looten, das heißt, ich finde jetzt hier eine Schrotflinte, aber du bist ja mit mir unterwegs, das heißt, letzten Endes, wenn du sie besser brauchen kannst, würde ich sie ja gerne dir geben. Ja, aber es ist halt auch so gemacht, das würdest du nicht machen, weil wir helfen uns zwar, aber jeder hat seine eigene Gemeinschaft und guckt halt danach, wie es seiner Gemeinschaft geht. Mhm. Und man erwirbt sich halt Ansehen, indem man jetzt hier Leuten hilft, aber eigentlich guckst du nur darum, wie kommt deine Gemeinschaft zur Rande. Habt ihr noch und deswegen würdest du halt sowas mir nicht geben. Ja, so kann man sich sehr leiten, aber letzten Endes würde ich ja, sind wir mal ehrlich, ihr seid ja jetzt meine besseren Freunde, das heißt, lieber gucke ich doch auf meine Gemeinschaft hier, als auf die zu Hause sitzen. Aber gut. Verstehe schon, wie du meinst. Ja. Finde ich trotzdem ein bisschen schade, also nur meine persönliche Meinung. Was oh, leuchtet das Licht an. Was ich gerne anders gemacht hätte oder hätte. Weiß nicht, wie siehst du es, Fabi? Ja, also man kann es besser machen auf jeden Fall. Also wir sagen mal, den ganz dicken Minuspunkt ziehen wir wieder ab, weil wir können ja was looten. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber ein paar Dinge fände ich schon... Hast du was jetzt zum Heilen gefunden? Nee. War da noch was drin für eine rote Buchse? Ich habe ja noch... Wow! Okay. Hast du ihn? So heilen wir nix. Warte, der Ort ist immer noch nicht sicher. Ort ist sicher, wir sind ja noch nicht fertig. Irgendwo. Hier ist noch was zum Looten, meinst du? Ja, und Zombies sind noch irgendwo. Das ist sowieso. Wenn ihr noch was Rotes findet, ich hab noch hier irgendwas zu looten anscheinend. Ja, bei mir steht auch, dass ich noch was hätte. Du hast zwei Sachen, habe ich von dir gesehen. Hier ist eine Leiter, hier geht's hoch. Oh ja. Warte, ich kann Leiter nicht, geht ihr mal hoch. Ja, das meins. Danke. Warum kannst du Leiter nicht? Ich bin schon fast gestorben, ich bin runtergefallen. Echt? Aber schade, dass man auch nichts austauschen kann, oder geht es? Das, das war doch gerade das, was ich hier lang und breit erklärt habe. Achso, ich dachte, es geht. Dass mich das anpisst. Ja. Dass das nicht geht. Vielleicht kann man irgendwas droppen? Nee. Hier oben liegt noch was Gelbes. Okay, aber was Blaues ist nirgends. Weißt du? Das wäre doch jetzt. Jetzt kann ich das nicht aufnehmen und dir geben. Also. Ja. Vor allem ist der Rucksack jetzt auch schon wieder voll, ey. Ihr seht, wir sind nur meckern. Das ist ganz schlimm. Erst seid ihr so freudig, dass wir heute spielen können. Ja, aber Simon, du kennst es. Du hast ein Spiel, was du seit Jahren zufieberst. Und dann muss es halt auch die Erwartungen, die du seit Jahren hast, einfach erfüllen. Ich sag bisher, wo ich es jetzt allein gespielt habe, absolut mega Game. Ich bin immer noch voll davon überzeugt, aber ich finde den Multiplayer habe ich mir jetzt mehr erwartet. I'm all down here. Ja, stimmt schon.
Aber jetzt gucken wir mal, wir geben dem Ganzen natürlich eine Chance. Natürlich, ja, wir werden das auf jeden Fall spielen. Das Spiel ist geil, da gibt's gar nichts. Wenn wir durchwechseln, dass jeder ja jedem hilft, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Nein, mir fehlt immer noch eins und das würde ich gerne mitnehmen. Vielleicht ist es nämlich mit dem Aber unten drin. Waren noch zwei bei dir. Männer, Abfahrt! Ja, ich habe halt immer noch keine Health. Also, es ist so keine Health, ja, aber du findest ja hier drin nichts mehr, wenn du nichts mehr hast. Aber noch nicht alles. Ja, egal. Hä, du hast das. Ich habe deine zwei Dinger gesehen, das waren zwei Stück, wo du looten kannst. Steht aber halt noch, es steht oben bei mir eins von zwei, aber ist egal. Warte, dann hast du die, das Fass übersehen. Ich hab das. Ich hab beide. Und die gelootet, Kiste hast du auch. Jo. Hätte. Du hast da halt zwei Sachen dann gelootet, dann ist es irgendwie buggy. So, eingestiegen und das Haus da vorne. Mal in Anspruch genommen, hier, das hier. Markiert ihr was? Habt ihr noch Platz im Inventar? Passt ja, nicht. Nee, gehen wir erstmal zurück, hast recht. Gehen wir erstmal zurück. Ja, jetzt warte kurz, vielleicht finde ich was Health-mäßiges. Ja, okay. Dann helfen wir dem Jungen mal. Dann helfen wir ihm, verstehst du? Mhm. Hab verstanden. Bloater, was? Bloater und Distance? Gelb? Achtung, das ist was Rotaugiges. Fuck! Oh, fuck! Ich bin fast tot, helft mir mal! Ausspringen! Okay, ich sterbe. Nein, ich will nicht schon wieder sterben, Alter. Du hast gar nicht bringen raus? Ja, bin ich gerade. Das weißt war du also jetzt? Der Bloater. Ich meine, jetzt sind wir zusammen unterwegs, da musst du mir doch Energie geben können. Ah! Warte, kann ich dir irgendwie helfen? Kannst du nicht. Kann man irgendwie, warte mal. Das ist doch echt, das ist mager für einen Multiplayer. Inventar, kann man da was legen? Ey, aber was du doch kannst, jetzt kannst du mal was wegwerfen. Ja, eben ablegen. Probier warte mal, mal ich leg mal was ab, warte mal. Ja. Leg mal hier, Irgendwas. Ich hab was abgelegt? Sehe ich nicht. Nee, da liegt nix. Also, das ist echt mager. Warte. Ja, also heilen, sich gegenseitig heilen sollte man schon irgendwie. Ah ja, also. Ja, geht nicht. Irgendwie. Naja. Okay. Vielleicht gibt's dann noch ein paar Updates. Nee, das ist einfach nicht vorgesehen, so wie das aussieht, aber gut. Okay, hier liegt Pascal, komm mal. Ich suche gerade hier. Ich lass es mal draußen liegen. Oh, was ist hier? Du hast was hingelegt, oder was? Ja. Bist genau du? Vor mir. Ja, hier liegt ein Rucksack jetzt. Ja, das ist mein. Ja, kannst du haben, okay. Wertmittel kann ich nehmen. Okay. Das okay. Hast du versucht abzulegen, Fabian? Spiel hat Pluspunkte erworben. Energie. Soeben. Energie hab ich abgelegt. Energie. Ja, was heißt Energie? Verband hab ich abgelegt draußen. Oh. Kann nicht sein. Beim Simon konnte ich es nehmen, bei dir nicht. Ich hab dir jetzt alles gegeben, was ich hatte. Könnte ich vielleicht noch eins wieder haben? Nee. Was sagst du, Assi? Warte. Wie hast du das jetzt auf? Ich habe einfach ablegen gedrückt, aber man kann es ja irgendwie aufsplitten oder sowas. Stimmt. Ich hab's so wieder vergessen. Jetzt liegen auch wieder alle Halter. Aber ist ja egal, nimm du zwei. Also im Haus ist noch ganz viel für euch zu looten. Also es geht doch, ja. Dann war es bei mir irgendwie Also man kann Schmerzmittel. Also Schmerzmittel geht auf jeden Fall. Vielleicht ist es aber auch, weil du der Main bist. Also, liebe Community, ihr seht ja, wir sind selber echt noch ein bisschen am rumtesten. Aber, also wie gesagt, ich bleib dabei, ich bin bisher vom Spiel überzeugt, aber eben mal schauen, wie es im Multiplayer sich spielt. Ja. Bleib mal kurz stehen. Ja. Ich leg dir mal, ich habe gerade eine Waffe gefunden, ich leg dir die einfach mal ab. Eine Waffe? Siehst du unten mein das Messer, einen Rucksack? Ich hab einen Rucksack, wo bist du? Jetzt auf dem Boden. Okay, dann, das heißt, Waffen kann man auch tauschen, da liegt jetzt ein Messer. Dann kann man doch alles hergeben. Taschenmesser auch nehmen. Das heißt, letzten Endes, Freunde, alles, was wir uns gerade aufgeregt haben, ist total Schwachsinn, weil du kannst auch in dein Inventar Sachen mitnehmen, aber ja, dann kann ich es nehmen. Ja. Du kannst nicht interagieren, klar, aber du kannst was ablegen. Das ist ja okay. Das passt, ja. Bist du viel, Simon, ich kann es nicht nehmen. Ja, ist zu schwer, ja, warte. Alles klar, nee, wir ziehen alles zurück, Spiel ist geil. Ich leg mal einen 7er Rucksack ab, wer braucht einen 7er Rucksack? Ich. Einfach ablegen auf Y. Ja. Leg's nicht dahin, da liegt schon was. Warte, ich nehm's Messer gerade mit. Da müsste jetzt der Rucksack liegen von mir. Ja, da liegt er. Ich seh ihn. Dann nehm ihn jemand und. Ah ja. Da. Geile Sache! Dann gib mir nochmal das Ding, was du mir geben wolltest. Das Rangiermesser? Ich feier das Spiel. War es ein Rangiermesser? Ja, ich hab nämlich eine Axt gefunden. Hier. Okay, dann. Liegt da im Türrahmen. Okay, wir haben das Spiel. Durchschaut? Also gut, unser Problem war, wir können nicht miteinander interagieren. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Sachen tauschen können, einfach mit der Ablegen-Funktion. Alles wunderbar, alles okay. Okay. Gut. Mein Rucksack ist ziemlich voll. Ja, wir fahren jetzt nochmal zurück. Energie habe ich jetzt auch. Ich würde gerade aber noch gerne das letzte suchen hier, weil mir fehlt eins. Ich habe auch noch eins. Ich habe glaube ich schon zwei blaue gesehen da drin. Also. Was ich vorhin noch kurz sagen wollte, eben was ich gemeint habe, so Walking Dead. Ich habe mir das dann so gesagt, okay, mein Main-Charakter ist jetzt tot, ja?
Und hab mich erstmal, hab ich echt überlegt, ob ich es neu starten soll. Aber ich meine, bei Walking Dead, wie oft zum Beispiel sterben dort einfach Hauptcharaktere. Und dann geht die Story trotzdem weiter. Finde ich einfach geil. Müssen Leute sterben. Fuck, ich kann nichts Leute, mehr mitnehmen. Zombies meine ich? Boah, ja, lass die rein, lass die rein! Also, die haben übrigens diesen explodierenden Scheißkerl angekündigt, ne? Da meint irgendwie, Bluma oder ja, Klopper. Ja, genau. Ja. Und dann macht's so, Alter, das Ding ging richtig ab. Wenn ihr wollt, ich hab hier noch ein Brecheisen hingelegt. Weiß nicht, ob ihr es auch braucht. Nee, ich hab eine frische Axt aufgenommen. Okay, die Axt ist geil. Und Fabian hat das Tranchiermesser, da kann er schön Filets abschneiden vom Zombie. Ich hab noch Brustfilets und Arschfilets, Rückenfilets. Und was ich jetzt auch schon mal sagen kann, bisher habe ich jetzt echt gedacht, wenn ich jetzt hier nicht looten könnte, was bringt das mir dann meiner Gemeinschaft? Aber so, ja, ich habe jetzt vom Fabi einen 7er Rucksack bekommen und habe gerade noch einen 7er Rucksack gefunden. Das heißt, geil. Ist schon mal geil für meine Gemeinschaft. So macht es natürlich Sinn. Ja, ja, ist halt gut, dass dein Charakter es nicht mehr zurückschafft. Ja. Wer fährt? Maultierlamm, oder? Nee, ist das Simon? Was? Ich sitze vorne? Einer sitzt vorne. Ich sitze vorne, Tatsache. Mach mal Licht an. Alter, du bist Licht an. Okay. Das Licht ist an. Das Licht bringt dem Gebäude total viel. Es leuchtet ins Gebäude rein und dann siehst du mal wenigstens was. Fahr mal zur Hauptstation zurück, oder? Ja. Wo ist. Ach, da. Dann würde ich sagen, deckt jeder die besten Sachen ein, die er hat. Ja, dann gehen wir zum Beispiel. Wir schauen, dass wir einmal eine Mission machen. Fuck für Simon. Yeah, hit it. Boah, Alter. Was? Was ist los? Mein Controller hat übelst vibriert. Ja, der schiebt gerade voll Panik. Okay, wir sind da. Alright. So, irgendwie meinten die Zuschauer auch, man kann das jetzt direkt entladen, ohne dass man ART zur Basis transferieren. Wie? Ein Auto. Oh, Hilfe! Ich komm. Holy shit, das hat ordentlich Energie gekostet. Abgesnackt. Wie kann man sich zur Basis transferieren? Du machst den Kofferraum auf und dann drückst du einfach bei jedem Gegenstand, der drin ist, RT und dann bringst du es direkt in dein Lager. Was noch mal? Also ich bin jetzt gerade Fahrzeug und was mache ich jetzt? Alles, was du von deinem Rucksack in den Kofferraum trägst, kannst du dann direkt in die Basis, also in deinen... Egal, wo das Auto steht oder nur wenn es muss hier auf dem Parkplatz stehen. Okay. Aber es ist gerade besetzt, sehe ich gerade, weil ich kann nicht dran jetzt. Kann ja, nur einer, weil ich gerade dran bin. Holy shit, habe ich mich gerade erschrocken. Wo kam der Arsch denn her? Warte kurz. Sachen was mache ich jetzt mit RT? Ich sehe es nicht. Du suchst jetzt im Kofferraum irgendeinen Gegenstand aus und dann drückst du RT und dann wird der automatisch... du kannst nichts holen, oder? Mit Schließfach transferiert. Nee, holen kannst du nicht. Macht's bei mir nicht. Dann gehe ich jetzt mal... Wir müssen unser Lager platzieren, damit wir nicht weiter Zeug verlieren. Was? Macht's bei mir nicht. Wahrscheinlich, weil es nicht mein Gebäude ist. Ja, aber guck mal, ob du die Sachen so hochtragen kannst. Ja, das kann ich, denke ich. Weil es nicht mein Parkplatz ist, was? Ja, das kann natürlich sein. Ich muss Lager bauen, ich verliere irgendwie Zeug. Wo baut man ein Lager? Jungs, habt ihr schon Lager gebaut? Nee. Ja, da brauchst du so einen Mod für. Glaube ich. Also das ist nicht draußen? Nee, den Mod habe ich... Doch, das ist draußen. Anlage bauen. Was ist denn das? Werkstatt? Küche? Auffangraum. Großer Slot. Okay. Wieder bauen, Autowerkstatt bauen. Wo sehe ich denn eigentlich den Unterschied von der Stärke der Waffe? Kann ich das irgendwo mit... Die vergleichst automatisch mit der, wo du ausgerüstet hast, wenn du eine im Ding nimmst. Also, wenn ich drüber fahre, ist die automatisch verglichen. Wenn du sie einfach... Genau, wenn du über die Pistole zum Beispiel fährst, dann siehst du ja das Rote und das Grüne im Vergleich zu der, die du jetzt dran hast. Ja, dann ist ja alles gleich, aber kann ja sein. So, wie geht's dir? Geht noch. Was brauche ich da? 7,62. Okay. Lagern. So, ich bin wieder fresh. Das Toolkit nehme ich mal mit. Ich habe nur einen so Thunfisch oder sowas. Ich habe noch ein bisschen was zum Heilen. Und Thunfisch? Also mir könnte noch jemand was geben, weil ich habe nur ein Ding zum mich heilen, bin noch gar nicht voll. Warte, ich habe noch... Was habe ich denn? Ich kann dir auch was geben, mal. Gesundheit wiederherstellen. Warte, ich guck mal, wie man die. Irgendwie kann man das doch aufteilen beim Troppen. Kann der noch was legen? Was hat hinter, wo bist du hier? Jo. Komm mal in die Küche. Ich hab mal Zeit, dass es Tag wird. Ich hasse dunkel hier. Dunkel, ja, eben. Übelst nervig. Ja, bitteschön. Ja, danke.
glaube, das muss reinballern. Das ist glaub, ja, das nehme ich jetzt und dann müsste ich voll sein. Ja, es geht langsam, aber Ethiker nähert sich das Eichhörnchen. Okay. Wie ist es hier eigentlich jetzt mit dem Lager? Das ist jetzt deins. Kann ich kann das aufwerten, Lager 2. Ja, das mache ich mal. Wo kann man das machen hier? Ich habe jetzt mal hier das... du wählst da solche Sachen aus. Weiß nicht, ob du das jetzt ja auch kannst. Nee, nee. Und dann kannst du eben verschiedene Sachen immer bei den Orten machen und ich habe jetzt ein Lager aufwerten gemacht. Noch zwei Materialien, ist klar. Oh, Benzinkanister brauchen wir. Das Auto ist, hat nicht mehr so viel. Da ist ein Benzinkanister. Wir können in der Zeit auf jeden Fall nichts bauen in unseren Lagern, glaube ich, wenn wir hier sind. Das nee, nee. Ja, das ist ja, ist ja auch okay. Ich mein, macht ja auch Sinn, ja. Ja, ja. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Infektionsherd. Jetzt sind wir bewaffnet, bis an die Zähne. Oh, die Frage ist, das Auto ist, glaube ich, nicht mehr so... Doch, okay. Es hat zum Beispiel keine Tür mehr rechts vorne. Ach, das reicht, da hockt doch nur der Pascal. Okay. Der Pascal ist selber eine Tür. Er braucht das nicht. Das ist richtig. Wohin denn? Warum soll die ganze Zeit gegen die Zombie-Belagerung? So, alle mal ins Auto bitte. Na hey, verteidige dein Zuhause gegen die Zombie-Belagerung. Oh. Achso, ja. Hab ich gerade als Auftrag. Ja, okay, dann helfen wir dir vielleicht. Ja, das ist jetzt dein Problem. Ja, eben. Also wenn du uns ein bisschen was zum Heilen gibst. Jungs, ich brauch noch gerade. Ja, wir kommen. Hatte ich gerade übrigens auch zu Hause, das ist total ausgerastet, aber. Boah. Okay. War das noch einer? Ich will Elektrozäune. Das sind 5 Meter hohe Mauern. Und yeah. Sieht halt absolut gar nichts. Nee, man weiß gar nicht, was ein Zombie ist oder was die eigentlich sind. Shit! Zu viele! Oh Gott! Oh. Mit deinem Gemüsebeet schützen hier. Simon, das ist das zweite Mal, wo ich dir einen Arsch rette. Ich hoffe, du hilfst mir auch. Ich werde dich schneller lösen, keine Angst. Ja, ja. Ich hab auch noch nicht die Axt drin, sehe ich gerade. Die Machete ist einfach Macht. Übergeil. Ja, es wird bald Tag. Da sind noch. Oh, die brechen ein! Da sind sie im Haus. Ja, sind im Haus. Boah, das ruckelt jetzt ein bisschen. Das war's. Danke, Jungs. Bitte, bitte. Ja, ja, passt schon. Gibt's ein kleines Goodie? Gibt's ein kleines Goodie für uns? Oh, ich bin verletzt. Na gut. Boah, das ruckelt gerade ein bisschen. Also ich habe mein Gamma mal leicht hochgesetzt, das hat schon einiges gebracht. Ach so, ja, das könnte man natürlich auch machen. Das muss nicht arg hochgesetzt werden, sonst ist, finde ich, auch ein bisschen blöd. Aber ein bisschen über 50%. Wo hast du das? In der Grafik, ne? Ja doch, in der Grafik und dann Gamma anpassen, ah ja. Ich mag es so dunkel. Außerdem wird es schon wieder Tag, es wird heller. Ja, ist doch schön. Will ein bisschen so, Emotion sein, glaube ich. Warte, hier ist wandernde Horde. Sollen wir erst die Horde machen, dann den Infektionsherd? Ja, das hast du sagst an. Ja, hier, wir fahren erst die Horde über den Haufen. Okay. Und dann gehen wir zum Infektionsherd. Und ihr lest, also ihr denkt dran, dass ihr mit der Tür die Zombies zusammenschlagen könnt. Boah, die ist da oben, okay. Wir müssen den Weg hochfahren. Mit der Tür, ja. Okay. Wie kann man die Tür? Wie schlagen? Ja, mit meiner Tür auch, oder? Hast du keine mehr? Sitzt du vorne? Kann auch keine Tür aus. Nee, ich hab keine mehr. Ich will mal aufpassen, wie du fährst. Boah, okay. Gibt's irgendwo eine Handbremse eigentlich? LT, oder? Die leben noch, oder? Die hin. Da ist noch. Einer lebt noch? Verdammt. Was? Hast du ihn torschiert? Da brauchen wir Benzin irgendwie, ne? Ich hab Benzin dabei. Gut. Dann stürmen wir das Ding, oder? Hier waren wir schon. Da waren wir schon, ja, das war nur, die waren halt da. Deswegen haben wir sie gerade mitgenommen. So, oh, da sind noch mehr Straße runter. Ja, okay, machen wir erst die und dann gehen wir mal. Dann jetzt gehen wir zum Infektionsherd. Okay. Oh, pass ja, auf. Ich weiß nicht. Also die Zombies kriegst du auch weg. Weil bei mir kommen die auch. Ja, aber das, die werden jetzt extra auf der Karte angezeigt als große Horde. Okay. Wahrscheinlich deswegen. Oh, geil. Alter! Schlag ihn. Ja, klasse! Fuck, Alter, Schaden bekommen? Ja, klar. Der hat dich rausgezogen.